Wir glauben, alles zu wissen, alles zu kennen. Trotzdem begegnen uns immer wieder merkwürdige Phänomene, die wir uns ohne weiteres nicht erklären können. Was ist dran an den Geschichten von Geistern und Gespenstern? Können wir durch die Macht unserer Gedanken andere beeinflussen? Und gibt es UFOs tatsächlich? Kommen Außerirdische aus dem All zu uns auf die Erde? Das sind Manuel und Fabio. Die Zwillinge selbst sind ein Phänomen. Zwei nahezu identisch aussehende Menschen. Die Brüder wollen einigen spannenden Phänomenen einmal auf den Grund gehen. Erstaunliche Phänomene begleiten uns durch den ganzen Tag, oft ohne, dass wir sie bewusst wahrnehmen. Schon früh morgens gleich das Erste. Wir schlagen die Augen auf und sehen unsere Umgebung. Ein echtes Phänomen. Denn schließlich müssen wir alle paar Sekunden für einen winzigen Moment beide Augen schließen, sonst würden sie austrocknen. Dass wir das nicht bemerken, verdanken wir unserem Gehirn. Es unterbricht kurz vor dem Blinzeln die Informationsaufnahme, um die Dunkelheit nicht ins Bewusstsein dringen zu lassen. Beim Anziehen das nächste Phänomen. Obwohl unsere Haut die Kleidung ständig fühlen müsste, spüren wir sie gar nicht. Unser Gehirn blendet alle unwichtigen Reize aus, weil es sonst zu sehr damit beschäftigt wäre, ständig unzählige Sinneseindrücke zu verarbeiten. Die Kleidung auf der Haut spüren wir nur, wenn es nötig ist, zum Beispiel, wenn die Socke verrutscht ist. Der Turm der Sinne in Nürnberg. Hier werden Manuel und Fabio erfahren, wie uns unsere Wahrnehmung täuschen kann.